Dein Name? Ja, hallo, Wolfgang Metzler-Kick. Ah, Wolfgang Metzler-Kick, den habe ich schon interviewt gehabt, ja. Okay. Der Name sagt was. Das war der Klima-Dingsbums mit dem großen Fass am Marienplatz letztes Jahr, glaube ich. Ach so, ne? Ja, ich hatte ein Sekundenkleber Transportverbot, habe ich jetzt wieder. Aber es ist doch viel wichtiger, dass man weiß, wir haben hier ein Gehalt von CO2 in der Luft, wie das letzte Mal, als die Antarktis bewaldet war. Und wenn wir nichts machen, dann kommt genau das auf uns zu. Es wird hier 60 Meter Höhe Meeresspiegel geben, dauert natürlich ein paar hundert Jahre, aber wir können es nicht mehr umkehren. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann ist es leider zu spät. Und darum müssen wir jetzt handeln. Es gibt einfach diesen Point of No Return. Und auf den rasen wir gerade zu. Und wir stehen hier und sagen, stopp, so geht es nicht weiter. Wir sind ein Symbol dafür, dass wir uns anders verhalten müssen. Wir können nicht weiter in den Abgrund rasen. Vielen Dank. Und selber hat man noch ein Transportgeberverbot oder ist das nicht mehr so? Wieder aktuelles. Schon wieder gekriegt? Ja, ja. Und jetzt habe ich hier wieder ein großes UFO-Fest dabei heute? Nein, bloß kleine Kleber, das kostet trotzdem 1000 Euro. Aber wie gesagt, das ist ja ein Klacks im Vergleich zu dem, wenn man weiß, es gibt dann irgendwann keine Sozialversicherung mehr. Weil was ist denn los? Hier wird das Essen immer teurer. Es ist ab 1,7 Grad. Werden sich Todeszonen am Äquator entwickeln, wo an 365 Tagen im Jahr die Menschen nicht ohne Schutzausrüstung unterwegs sein können. Und das hat massive Auswirkungen auf die Nahrungsversorgung. Wir haben jetzt 1,2 Grad, 0,4 Grad im Jahrzehnt. Ja, wie lange noch? Okay.